Das ist der Grillensche Kanal. Ich bin Christian und das ist ein Hängersteak. Aus diesem Hängersteak mache ich heute Steak Fajita. Aber erstmal bekommt dieses wunderbare Stück Fleisch eine Gewürzmischung. In die Gewürzmischung kommen rein erstmal ein Teil Salz, diesmal ein grobes Meersalz, ein Teil Pfeffer, grob geschrotet, einen halben Teil Paprika, einen halben Teil Knoblauch, und einen Teil braunen Zucker. Oh, den ganzen geben wir einen schönen Mixity-Mix. Oh, shit. Das Hängersteak ist ein ganz besonderes Teil im Rind. Das zeichnet sich dadurch aus, dass es einen sehr intensiven Rindfleischgeschmack hat und gleichzeitig unheimlich zart ist. Also im Prinzip vereint es die Vorteile vom Filet mit dem Geschmack eines richtig kräftigen Rindfleischstückes. Ihr seht schon, ich mache hier nur eine leichte Beschichtung, weil hier soll wirklich das Fleischaroma glänzen hinterher. So, alles schön verteilt darauf. Jetzt drücken wir das an. So, das sieht ziemlich perfekt für mich aus. Durch die groben Salzstücke haben wir hinterher so einen richtig schönen intensiven Crunch, der aber das Ganze nicht übersalzen wird, weil das Salz sich auch noch auflöst beim Grillen. Da freue ich mich schon tierisch drauf, aber jetzt ist Zeit, den Grill anzumachen. Diesmal haben wir an drei Stellen die Kohlen entzündet, weil wir eine extrem hohe Hitze heute haben wollen, um das Steak richtig schön kross zu machen von außen und gleichzeitig innen drin rosa. Rost drauf und hochbrennen lassen. So, die Kohlen sind jetzt richtig heiß. Also der Handhaltetest funktioniert keine zwei Sekunden, das ist richtig hot. Jetzt geht das Fleisch drauf und dann lasst das mal schön rösten. Dadurch, dass das Fleisch das gut eine halbe Stunde sich mit den Gewürzen verbinden konnte, ist auch das Gewürz schon etwas in die Oberfläche eingedrungen und vor allen Dingen halten Gewürze jetzt auch gut an der Oberfläche fest. Jetzt geben wir den ganzen mal einen Flippity-Flip. Ja, die Hitze ist perfekt. Da sind schon ordentlich Röstmarken drauf. So kann es weitergehen. Zielmarke für dieses Steak sind 55 Grad Kerntemperatur. Das wird so ungefähr 10 Minuten dauern. Wir halten das gut im Blick und wenden das recht häufig, damit es eben von außen nicht verbrennt, sondern nur röstet. Ja, so stelle ich mir das vor. So, das Steak war jetzt 9 Minuten drauf und hat jetzt die perfekte Kerntemperatur von 55 Grad erreicht. Sieht das nicht schon Wahnsinn aus? So kommt es jetzt an einen windgeschützten Ort und darf 10 Minuten sich schön ausruhen. In diesen 10 Minuten bereiten wir jetzt die Salsa vor, die auf das Fajita draufkommen soll. Dazu grillen wir jetzt erstmal ein paar Tomaten und eine Jalapeno.
Ja, der Grill ist wirklich toastend heiß. Und der Vorteil, wenn man solche runden Dinge grillt, ist, dass man die alle gleichzeitig wenden kann. Naja, fast. Der Jalapeño kriegt schon schöne Farbe da hinten. Das geben wir jetzt schön zu Ende und dann geht es an die Zubereitung. Oh. Für die Salsa entfernen wir erstmal die schwarze Haut von den Tomaten. Ja. Zumindest, was man gut abziehen kann. Dann schneiden wir den Fruchtstand raus und hacken die Tomate klein. So, gleiches machen wir mit der Jalapeño. Ich lasse diesmal mal die Kerne drin. So, und darauf reiben wir jetzt noch ein wenig Knoblauch. Dann kommt dazu noch etwas Limettensaft. Und eine Prise Salz. Ruhig ein bisschen mehr, ist dann auch eine große Menge Gemüse. Mixe den Mix. Durch das Rösten der Tomaten auf dem Grill ist das Fruchtfleisch der Tomate weicher geworden, sodass wir eine schön cremige Salsa jetzt haben. Schaut euch das mal an. Das sieht doch geil aus. Müssen wir noch abschmecken? Mal gespannt. Ui. Hot. Aber geil. Ein bisschen Säure von Limette. Der Knoblauch, die Tomate, das Fruchtige. Das kommt schon gut zusammen. So. Jetzt brauchen wir den Grill nur noch, um die Tortilla-Wraps aufzutoasten. So sieht das ziemlich perfekt für mich aus. Der Tortilla hat eine schöne Farbe bekommen. Jetzt geht er raus und dann wird er gleich belegt. Und jetzt gucken wir uns mal das Steak an. Bin schon total gespannt, wie unser Garpunkt gelungen ist. So sieht das Teil erstmal aus. Holen wir uns mal raus. Und den Bratensaft, den verschenken wir natürlich nicht. Und jetzt schneiden wir das Teil mal an. Also, die Fasern laufen hier so. Deswegen schneiden wir jetzt quer zu den Fasern. Ja, blass, rosa. Dann läuft das Wasser immer zusammen. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Probier mal. Geil. Aber jetzt die Kombination von allem. Also, da haben wir unseren Taco. Darauf kommen jetzt erstmal einige von den schönen Scheiben. Boah, der Geschmack ist so intensiv von dem Rindfleisch. Wahnsinn. So. Und da drauf kommt jetzt die Salsa. Und dann haben wir es. Ein mega geil aussehendes Steak Fajita. So, jetzt kann ich aber auch nicht mehr länger warten. Jetzt muss ich das probieren.
Da kommt alles zusammen. Das zarte Fleisch mit dem geilen Rindfleischaroma. Diese mega leckere, total einfache Salsa. Also so ein geiles Topping. Wahnsinn. Aber dieses Fleisch. Da merkt man kaum, fast keinen Widerstand. Und trotzdem hat man dieses wunderbare Rindfleischaroma. Wahnsinn. Also das ist auf jeden Fall zum Nachahmen empfohlen. Deswegen geht raus, macht was auf der Plancha, dem Grill, dem Smoker, ganz egal was, das wird geil. Mega. Echt geil.